Die Mine der Goron wartet auf weitere Erkundung von uns. Ja, es gibt hier einen Schalter und irgendwelche... Okay. Alles klar, das sind also die Laserzyklopen, ja. Okay. Dann werde ich mich von denen wohl fernhalten. Bin allerdings gespannt, ob man die überhaupt besiegen kann. Wenn ich mich nicht irre, dann ging das ja in anderen Final Fantasy, wollte ich schon sagen. In anderen... In anderen Legend of Zelda-Teilen nicht. Ach so. Ja gut, der Schalter war nur für die Tür. Dann müssen wir hier wohl die Stiefel einsetzen und hier mal nach oben gehen. Ah ja, da ist auf jeden Fall ein Weg. Links dürfte aber auch was sein, oder? Da scheint eine Plattform zu sein, ja. Sah auch nämlich auf der Karte so aus. Und ja, da ist ja auch eine Truhe. Die will ich mir natürlich gerne mal ansehen. So, was haben wir hier? Ein Herzteil. Ja, wunderbar. Wenn wir ein weiteres finden, werden wir auch endlich ein weiteres Herz bekommen. Aber mal schauen, ob wir hier in diesem Dungeon noch so schnell mit derlei Dingen beglückt werden. Ich nehme damit aber auch mal an, dass quasi die Mine der Goronen gerade wegen dem Anfangsgebiet schon sowas wie der Feuertempel ist, oder? Okay, ein Seil. Das soll ich wohl durchtrennen? Ja. Sehr schön. Damit können wir wohl dort oben von hier oben aus runterspringen und dann auch weitergehen. Ja. Super. Gab es hier noch was? Nee, ne? Mhm. Ein ganz neuer Bereich wird jetzt hier freigeschaltet und ein Magnet sehe ich schon. Und Feuerpfeil schießende Boblins, keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Das ist ja eh so ein bisschen was, was ich wirklich schade finde an den alten Ablegern der Zelda-Reihe, dass ich eigentlich nie irgendwoher mal Bescheid bekomme, wie die Monster so heißen und wo soll ich denn hin? Ich wüsste halt schon zum Beispiel gerne, ohne dass ich irgendwie ein Zelda-Wiki mir ansehe oder so, hey, das sind Moblins, das sind Bockblins, das sind Titatüs, das sind Puddelbuddel, keine Ahnung. Okay, hier ist ein weiterer Laserzyklop, der würde mich nur platt machen. Da ist ein kaputter Magnet, also gehe ich wohl hier hin, wenn mich die Viecher nicht platt machen. Ich habe aber keinen Schlüssel, keinen weiteren. Also muss ich wohl oder übel erst einen suchen. Gibt es womöglich hier einen? Ich sehe keinen. Ja, dann muss es hier irgendwo noch eine Truhe geben oder so. Vielleicht auf dem Meeresboden wieder. Wir waren ja schon mal eine Schatztruhe in einem anderen Gang, glaube ich, verborgen. Oder vielleicht war es auch ein anderer Dungeon, keine Ahnung. Vielleicht war es im Waldschrein. Ja.
Da könnte was sein. Ja. Slow Motion Rollen im Wasser, aber dafür finden wir eine Schatztruhe und violetter Rubin. Ja, danke. Bitte stirb nicht. Das wäre super. Wo könnte denn jetzt noch ein Schlüssel versteckt sein? Hier ist doch auch nichts. Ach, da ist ja doch einer. Warum habe ich die denn nicht gesehen gerade? Ja. Bei dem Laserzyklopen war ein kleiner Schlüssel noch versteckt. Also genau auf der gegenüberliegenden Seite. Damit habe ich mich gerade vollkommen unnötigerweise in dem Vorraum nochmal rumgemogelt. Aber passt schon. Okay. Drehende Plattform, soweit so gut. Ah. Ich nehme mal an, dass ich hier bei dieser drehenden Plattform meine Stiefel benutzen soll. Und ja. Auf der einen Seite ist nämlich nur ein Feld zu sehen gewesen. Hier sind hingegen drei. Das passt auch perfekt von den Zeitabständen. Also weiter. Lieber ein bisschen geduldig sein und auf Nummer sicher gehen, weil ich keine Lust habe, auch hier nochmal Zeit zu verschwenden. Und jo, super. Wen haben wir hier? Ach so. Ein weiterer der Geronenältesten. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goron. Man nennt mich Don Ibiso. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, dann weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also, nimm das hier und zieh deines Weges. Ein weiteres Schlüsselfragment. Wunderbar. Ach, und jetzt, wo ich dich da vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Der Wächter. Welcher Wächter? Ist der Wächter womöglich irgendwie eine Figur aus Goronia? Muss ich da nochmal rausgehen und dann fragen, hier, hat jemand von euch diese tolle Heldenwaffe? Ah, und eine weitere Schatztruhe sehe ich da gerade. Na? Was gibt's hier? Ein weiterer gelber Rubin. 10 Rubine wert. Wunderbar. Aber ja, ich hoffe, ich muss da jetzt nicht nochmal rausgehen. Gut. Dann gehen wir aber mal hier weiter. Aber was für eine Waffe könnte denn das auch großartig noch sein? Naja gut, diese Monster haben uns ja mit Pfeil und Bogen angegriffen. Also womöglich bekommen wir auch Pfeil und Bogen, damit wir uns gegen die dann schützen können. Das wäre ja eine Alternative.
Okay, da ist wieder Stiefelpower angesagt. Ach, es dauert immer so lange. Und hab ein bisschen ungeduldig, aber ich hoffe immer, dass das nichts Schlimmeres bringt. Ein weiterer gelber Rubin. Da ist meine Geldbörse ja in den besten Händen hier. 211 sind schon wieder drinne. Na, das dürfte ja nicht lange dauern. Wieso wird schwarz? Ja, da kommt bestimmt ein Bossgegner, Zwischenbossgegner, oder? Ja. Da sind auch Herzen drin. Ich könnte mich wieder komplett wiederbeleben. Ja. Oh, ein Mensch! Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Ah, dann ist er der Wächter, richtig? Okay. Wir befinden uns in einer Art Arena-Kampf auf diesem Hügel. Das ist ein magnetischer Untergrund. Okay. Ach so. Ah, der will genauso wie die anderen mit uns in den Ringkampf gehen, ja? Womöglich können wir uns so sein Respekt holen. Keine Ahnung. Oh. Na? Komm her. Ja, da konnte ich nicht richtig greifen gerade. Okay. Mist. Ach so. Instinktiv richtig gemacht. Wenn er mich angreift, kann ich ihn auch mit dem Schwert hauen. Sonst scheinbar nicht. Und... Ach so, er muss in die Lava. Denke ich mal. Ja. Ich meine, dafür gab es jetzt eine andere, speziellere Szene. Daher würde ich mal davon ausgehen. Mal gucken, wie viele Treffer dieser Art er braucht. Ah, Mist. Mach nochmal. Na komm auf mich zu. Und bye bye. Ja. Aber eine sehr flotte Ausrüstung. Mist. Da denkt man, ist ja nur ein Mensch. Und dann? Willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Also gut, nimm die Waffe des Heldes aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Ich werde mein Bestes probieren. Dann bin ich ja mal gespannt, welche Waffe das denn jetzt auch ist. Aber ich gehe schon eigentlich von Pfeil und Bogen aus. So. Mit deinen Fähigkeiten kannst du vielleicht sogar unser Oberhaupt zur Vernunft bringen. Obwohl das sicher nicht leicht wird. Also dann, nimm die Waffe. Werde ich tun. Oh.
Lass mich weiter. Ich möchte diese tolle Waffe sehen. Und es ist... Du erhältst den Heroenbogen. Er ist der Schatz der Goronen, der einst dem legendären Helden gehört haben soll. Lege ihn mit Y oder X an und schieße, indem du den Knopf loslässt. Du kannst bis zu 30 Pfeile bei dir tragen. Okay. Dann werde ich mal die Schleuder damit ersetzen. Da gibt es auch keine weiteren Informationen. Und da ist auch schon unser erster Kunde. Ich kann anvisieren und damit auch direkt schießen. Ja, wunderbar. Und die würden uns sogar noch neue Pfeile gleich geben. Sehr schön. So, da ist auch wieder ein Seil. Kann ich das damit durchtrennen? Ja, perfekt. Da sehe ich doch schon wen. Diese Zyklone sind weiterhin da, aber scheinbar alle deaktiviert. Ja, super. Ja. Aber greifen kann ich ihn nicht, oder wie? Kann mich da auch nicht dran vorbeischleichen. Okay. Aber warum sind dann hier so Einkerbungen? Also ich habe ein bisschen das mulmige Gefühl, dass die sich gleich aktivieren werden. Da ist auch einer weiter im Hintergrund. Ne? 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 Das war alle auf einmal. Ja. Ja gut, aber... Ich komme da also nirgendwo weiter. Kann ich die womöglich in Twilight Princess umbringen? Ja, das kann ich. Gezielter Schuss in das rote Auge reicht dafür wohl aus. Auch obwohl ich ja gar nicht weiß, ob die womöglich nur zeitweise deaktiviert sind. Da muss ich mich vielleicht beeilen. Es wirkt nicht so. Aber schön auch trotzdem, dass man hier die Zyklopen einfach umbringen kann damit. Das war ja in früheren Zelda-Teilen nicht möglich, oder? Irre ich da jetzt. Jetzt kann ich sie auch greifen. Alles klar. Super. Der Kompass. Damit können wir auch endlich sehen, wo alle Schätze, die ich noch nicht gefunden habe, sind. Das macht sich natürlich prima. Und der nächste Schatz ist auch gleich hinter einem der Zyklonen wohl. Zyklopen. Da ist nämlich noch ein kleiner Raum. Aber wir wollen ja eh alle diese Gebiete einmal kurz abgrasen. Daher... Lasse ich mir den mal kurz noch zuletzt. Gehe erstmal hier rein. Weil ja hier keine Schatztruhe mehr sein kann, wenn der Kompass nicht lügt. Das tut er auch nicht, oder? Gibt nicht irgendwelche speziellen, eigenen, unsichtbaren Schatztruhen hier. So, wer ist jetzt hier?
der dritte Älteste der Gron. Oh, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Also nimm es und setze die drei Fragmente zusammen. Damit hast du alle drei Fragmente gefunden. Somit liegt der Masterschlüssel nun in deinen Händen. Finde nun den Dungeon Boss. Super. Ja, mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem unser Oberhaupt Grogor eingesperrt ist. Ich kann nicht einschätzen, welche Kräfte Grogor in dieser widernatürlichen Gestalt hat. Aber du hast es immerhin bis hierher geschafft. Also werde ich deiner Kraft vertrauen. Nun, beeil dich. Ab in das Zimmer, in dem sich unser Oberhaupt befindet. Jo, werde ich tun. Eine kleine Schatztruhe hast aber auch du noch hier parat, mein lieber Freund. Die will ich mir natürlich einmal ansehen, nachdem ich deine Wanddeko demoliert habe. Ein weiterer violetter Rubin, 50 Rubine wert. Wir gehen hier ganz reich nach Hause. Naja, gut. Halten wir uns damit nicht weiter auf und gehen weiter. Wenn ich mich nicht irre, dann gibt es hier auch gar nicht mehr so viel zu erkunden. Ein kleiner Blick auf die Karte sei mal genehmigt, weil wir ja eh sehen wollen, wie viele Truhen hier noch sind. Also, in der ersten Ebene ist es eine, in der zweiten hingegen zwei. Ja. Das ist ja gar nicht mal so viel. Super. Zu der einen kommen wir jetzt hier eh gleich. Dann gucken wir uns da mal an, was es da noch so gäbe. Ja, hier müssen wir wohl ein bisschen mit Pfeil und Bogen herumspielen. Oder... ja. Sehen wir es mal als ein Trainingslager an. So, die Flederbeißer. Krieg ich damit auch weg, richtig? Ja, wunderschön. Das macht Spaß. Warum du denn nicht? Sei doch nicht so gemein. Sei kein Spielverderber. Oh ja. Wunderbar. Wo geht's jetzt hier lang? Ach, ich hätte da mal vorher gucken sollen, wo ich hingehe. Naja, aber vielleicht macht sich das ja gar nicht schlecht, weil ich brauche ja die Pfeile. Und wenn ich die schon vorher abgeschossen hätte, dann wären die Pfeile ja weg gewesen. Na, kommen hier noch welche? Nee. Wieder diese tollen Feuerechsen. Ich mache mir hier erstmal die Gegend frei, die späteren. Weil ich denke mal, wenn die da schon so rumliegen, dann sollen wir uns da doch auch eh hinbegeben, oder? Ja. Wunderschön. Dann ist der Weg wenigstens schon mal frei. Gut. Ja, dort nach links oder da durch? So, da links, das reicht gar nicht. Da komme ich gar nicht durch, oder? Ohohohoho. Glück gehabt. Ja, super. Bisschen mehr Geld. Vielen Dank. Und ein Herz.
Dieses Schloss kriege ich aber nicht einfach so auf. Ich rate mal und sage, irgendwas aktiviert sich. So, da ist so eine Höhle. Ja. Komme ich da ran von hier? Okay, sehr schön, sehr unproblematisch. Schnell runter und weiter. Und nicht vergessen, jetzt zur linken Seite zu gucken. Für diese Schatztruhe. Super. Ein weiterer violetter Rubin, aber leider passen im Moment keine weiteren Rubine in deine Geldbörse. Ja, zumindest keine 50. Also meine Geldbörse besteht gerade aus 287 Rubinen. Die passen also nicht mehr komplett rein. Und nun muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. Ich würde sagen, das ist vollkommen egal. Du hast jetzt prinzipiell gesehen, dass ich zu dieser Schatztruhe gegangen wäre. Daher muss ich die nicht öffnen für interne 100%. Das ist doch mal ein Deal, oder? Okay. Genau, hier sind ja so viele tolle, freundliche Wesen, die mich gerne tot sehen wollen. Sehr schön, bisschen Nachschub. Na, komm. Jo. Also wie die da auch runterfallen, ist wunderschön. Na, Mist. So, noch einer? Oder habe ich jetzt alle? Das sieht gut aus. Und wenn nicht, dann werde ich es ja schnell genug merken. So, oben rechts. Von hier aus komme ich da nicht hin. Ja, es wird bestimmt auf dieser Erhöhung sein, oder? Hat der Magnet damit was zu tun? Aber der ist eh noch nie an. Ach, da ist ein Schalter oder sowas dahinter. Ja, stimmt, der war auch so komisch platziert. Das passt. Okay. Ach, das ist einfach nur ein Hintereingang. Ja, gut. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Das sind explosive Fässer. Ja, gut. Bitteschön. Wenn ihr mir so kommen wollt, dann kann ich das auch, meine Freunde. Gut. Okay, aber auch dort scheint es nicht so richtig die Möglichkeit zu geben, auf eine Erhöhung zu kommen, oder? Habe ich mich da jetzt verguckt? Also, von dort kam ich. Hm.
Ja, jetzt ist unter mir aber ja gar nichts. Ah, ich muss erst dieses blöde Seil wegballern mit dem Pfeil und Bogen, ne? Ja, komm. Ja, komm. Sehr, sehr schön. So, und komme ich jetzt hier irgendwie nach oben hin? Nee, oder? Warum denn nicht? Ist hier noch ein Schalter vielleicht? Nee. Ich leg mal die Flasche auf X und werde mir nun diese Fee krallen. Ja. Super, die erste Fee im Spiel. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie gibt dir Herzen, wenn du sie am nötigsten hast. Lege sie auf Y oder X und sie füllt dir bis zu 8 Herzen wieder auf. Ja, habe ich nicht vor, so zu benutzen, denn du weißt, der wahre große Nutzen einer Fee ist natürlich ihre Spezialfähigkeit, dass sie sich einfach von selbst aktivieren kann und so ein Game Over verhindern kann. Wenn man also alle Energie verliert, kommt die Fee und dann passt das schon. Ich sehe da nichts. Ich habe hier keine Leiter, ich habe keinen Schalter. Ich muss daher davon ausgehen, dass das leider mal wieder eine Schatztruhe ist, die man nicht einfach so im ordinären Spielverlauf jetzt schon nehmen kann, sondern dass ich womöglich ein, weiß ich nicht, irgendein Item brauchen würde. Ja. Keine Ahnung. Da komme ich so nicht hin. Daher lassen wir das. Und ja, ich bin jetzt ins Wasser gefallen und nehme das zum Anlass, diesen Part für heute zu beenden. Wir werden also im nächsten Teil uns aufmachen zu der Höhle, dem Versteck von Grogor, dem durchgedrehten vierten Ältesten der Goronen, der hier wohl extra eingesperrt wurde, der also womöglich über unmenschliche Fähigkeiten nun beherrscht und uns damit mit hoher Wahrscheinlichkeit ordentlich einheizen wird. Ob meine Vermutung richtig ist oder nicht, das werden wir das nächste Mal dann sehen. Und ja, ich hoffe, du hattest... Ich muss noch mal kurz gucken. Nicht, dass ich das jetzt verpasse. Jo. Ich hoffe, du hattest Spaß mit diesem Part, trotz alledem. Und dass wir uns dann im nächsten Part wiedersehen werden, mein Schatz. Hab einen wunderschönen Tag heute noch. Bye, bye.